Willkommen zurück. Letzte Folge ein bisschen lang. Na, Gold. Aber das ist egal. Denn wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Master Quest. Ja, willkommen zurück. Noch. Nee, ist manchmal wirklich zu doof zum Kacken, oder? Ich meine natürlich zu dumm, um aufs Klo zu gehen. Deswegen hat er immer noch eine Windel an. Ich meine, die hat er in den 7 Jahren ja nicht ausgezogen. Boah, Mann! Falsche Taste. Ja. Ich bin es so gewöhnt. So, gut. Hoch hier. Wann nervt es? Mal wieder das gleiche. Irgendwelche Worte der Verzweiflung. Was ist so? Wieder die falsche Taste. So, dann fliege ich damit dann nach da oben raus. Das ist natürlich sehr schön. Hä? Wie soll ich denn das machen? Muss ich da in dem Moment drauf springen, in dem das Ding nach oben geht oder was? Das wäre auch mies. Ah, Nintendo, ihr seid gemein. Steckt das Ding da an dem Ding, hängt ab. Jetzt! Boah! Nicht richtig drauf gelandet, abgerutscht. Ins Feuer gefallen. Story of my life. Und jetzt. Scheiße. Weil anders komme ich ja nicht auf den Block. Ich weiß, dieses Spiel echt sehr schwer. Link, lass den Scheiß. Na gut, das ist eben Master Quest Nase. Ja, endlich! Jetzt. Da ist eine Truhe drin, vermutlich der Kompass. Brauche ich hier wieder die Magie? Das sieht so aus. Ja. Okay, da bin ich rübergekommen. Aber weiter komme ich hier auch nicht. Ach, brauche ich hier vielleicht die Eisenstiefel? Weil so komme ich nicht weiter. Das fände ich vielleicht ein bisschen blöd. Was? Das ist ja auch cool. Eine Rückwärtsleitung geht also mit dem Ding. Guck mal, springen kann er nicht wirklich damit. Aber... Na, das geht.
Ach so, wahrscheinlich weil ich die Eisenstiefel anhat, ne? Das war ja nur in Wind Waker so, dass man dann an Gegnern ziehen konnte. Was? Wieso kann ich mich da nicht ranziehen? Mann! Why not? Oder ist da irgendwas? Ich brauche kurz das Auge der Wahrheit, scheint mir. Zeig mir die Wahrheit, Auge! Nö, hier ist nix. Das ist jetzt ein wenig doof. Na? Oder, ah, vielleicht muss ich auch da mit dem Hammer draufhauen. Cool. Das Ding mir einfach ein paar Sachen gegeben. Ja, damit kann ich auch was anfangen. Und Flame on! Yeah! Nee, falsche Taste. So. Hier hoch, da hoch. Wow! Magic! So, hier hoch. Ich hätte mich auch hochziehen können, das ist ja auch cool. Dieser Raum ist mir nicht geheuer. Versuch mal da mit dem Hammer gegenzuhauen. Das sieht mir so verdächtig aus. Na gut. Alter, die Viecher erschrecken immer wieder, ne? Ich will doch gerade irgendwas krabbeln hören. Was hört man denn hier? Ist irgendwas in der Decke. Egal. Okay, jetzt gut die Hälfte des Parts rum. Aber wir haben ja viel geschafft diesmal. Was wolltest du mir da gerade zeigen, Navi? Was ist denn da?
Okay, auch tot. Und hier ist was? Hat das was? Okay, das Vieh ist jedenfalls tot. Eisenstangen probieren die Tür für einen Weg, sie dennoch zu öffnen. Boah, Leute, ihr merkt schon, ich bin gerade sehr leise. Das liegt aber daran, ich weiß, wie es weitergeht. Was ist denn da oben? Soll ich vielleicht einfach mal... Klopf, klopf, ich bin da! Hallo! Nun kann ich die Tür aufmachen. Bestimmt irgendwo so eine blöde Wand von den Goronen. So eine hohle Wand. Die ich finden muss. Oh. Ich habe auch schon eine Vermutung, wo die ist. Also nicht hier. Ich wollte nur hier mal gucken, ob hier irgendwas ist. Ich meinte eigentlich die Stelle, wo wir eben da unser Spielchen gespielt haben mit dem Feuer. Dass man hier unten mal klopfen muss. Also hier mal gegen die Wand. Nein, da ist natürlich nichts. Mann, da habe ich mal eine Idee und dann... Ich gucke jetzt mal, ob ich irgendwas mit dem Enterhaken oder dem Bogen anstellen kann. Da ist nichts. Warte, das hier sieht irgendwie verdächtig aus. Aha! Brauchst du eine Bombe oder was? Bam! Wollte ich gar nicht, ich wollte das Ding da ausrüsten. Die Qualen haben mein Ende, ich bin frei. Du hast mich gerettet, dafür offenbare ich dir ein Geheimnis. Hast du Feuer gefangen, so schwinge dein Schwert oder rolle dich über den Boden, so löschst du es schneller. Danke. Das bringt mir sehr viel. Kleiner Schlüssel? Bam, kleiner Schlüssel. Schon wieder 15 Minuten um des Parts. Ich weiß nicht, ob ich gerade das Spiel überlistet habe oder ob man das so machen sollte. Jetzt frage ich mich nur gerade, wie ich da hochkommen soll.
denn das da? Okay, ganz checken tue ich das hier nicht. Kann ich mich denn da ranziehen an die Tür? Natürlich nicht. Wäre auch zu einfach. Wow, wo kommst du her? Ich hab euch doch alle getötet. Oder sind jetzt alle wieder da? Ich will, jetzt kommt Hammer Time. Geh du! Ja, das ist ja auch cool. Aber hier ist doch nichts. Oh Mann. Wo muss ich denn jetzt hin? Ja. Ich habe aber noch Zeit. Du hier? Machst du irgendwas? Sieht auch so verdächtig aus hier. Was? Bringt das noch mehr? Okay, ist auf jeden Fall ist da was. Bombs away. Okay. Wie komme ich da rein? Na gut, Leute, die voll, also Freunde besser gesagt. Oder... Okay.
Okay, da ist nichts. Und wenn ich das da hinwerfe? Auch nichts. Na, super geil. Alter, Mann. Da ist hier vielleicht irgendwas unsichtbar. Glaub ich nicht, weil das Auge hier macht. Eigentlich theoretisch wird einem ja nichts auf Hinweis, dass man das Auge hier haben soll. Ich hab's ja nur auch nur zufällig. Mann. Vogel, warte mal. Eine Kompass gar nicht, aber. Aha! Mir ist was auf der Karte aufgefallen. Stirb, Mistviech. So, das machen wir noch und... okay. Sind jetzt... Das sind jetzt jede Menge, ne? Nein, den. So, das Ding haben wir hier auch. Ich muss den Part eigentlich beenden. Au. Oh, eine Truhe. Ich höre schon wieder so ein blödes Echsenvieh. Und es kämpft. Dann wieder den Hammer, ein ständiges Gewechsel zwischen Hammer und Bomben. So, was haben wir hier? Den Kompass, war eigentlich auch klar. Ach, hier sind wir. Okay. Gut, dann gehe ich wieder nach oben. Jetzt sind ja die ganzen Echsen hier wieder da. Das dachte ich mir, dass da noch die Truhen sind. Ja, war ja auch klar an sich. Wie fliegt er irgendwie mitten in der Luft? Warum auch immer. Und da komme ich jetzt einfach so rüber, oder? Sieht mir so weit aus. Doch, geht. Alter. Kriege ich auch irgendwo noch mehr Energie? Dahin muss das Ding. Na gut, guck ich mich hier erstmal um. Ich könnte sehr gut mal Energie gebrauchen. Aber...
Nein, danke, die gibt mir ja keiner. Das ist magische Energie. Mann, ich jetzt. So, da brauche ich jetzt nochmal Dins Magic. Und Flame on! Ich hoffe, das war richtig. Nein, war es nicht. Und ich habe jetzt kaum noch magische Energie, dass ich hier drin nicht nochmal einsetzen kann. Komm her! Was? Wie soll ich denn das Ding so dahin bekommen? Oder soll ich mit dem Teil einfach durch die Lava laufen? Das ergibt zwar für mich keinen Sinn, aber na gut. Was? Alter! Hey, da unten ist ja was. Da, die Tür ist offen. Ach ja. So muss ich denn hier landen. Da muss ich mal laufen. Da fällt mir was ein. Jetzt brauche ich aber magische Energie. Energie. Die gab es ja hier drin, wenn ich mich richtig erinnere. Ah, erstmal der Scheißraum noch hier. Oh, stimmt. Ah, dann beschaffe ich mir die Magie irgendwo hier. Falsche Taste. Was? Oh. Nochmal bitte. Ich bin auf der anderen Seite. Link, mach den Topf kaputt. Brav. Was? Warum keine magische Energie? Oh Mann. Ich brauch das Zeug. Mann. Ich brauch magische Energie. Oder um die Fackel anzuzünden. Denke ich eigentlich die ganze Zeit, dass mein Enterhaken auf L wäre, wobei der Hammer ist. So, haben wir hier noch magische Energie? Auch nicht! Warum auch immer ich das jetzt gemacht habe, das war nämlich ziemlich dumm. Dadurch habe ich hier nur noch mehr Energie verloren. Ah, ich kann die Wirbelattacke so nicht ausführen. Stand. Mann. Das ist ziemlich blöd. Für mich jedenfalls. Ich muss also so wieder weiter. Na, auch geil. Wollte ich nicht eigentlich schon vor geraumer Zeit mal die Folge beenden? Nein!
Doch, wollte ich schon, aber habe ich nicht gemacht. Mann! So. Am Ende ich jetzt hier oben die Folge. Und bin ich den letzten Part auch hier gestartet? Egal. Warum? Egal. Das mache ich dann im nächsten Part. Bis dann, Freunde. Wiedersehen!